Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Food Flash. Wir sind hier in der Wandsbecker Chaussee und es hat folgenden Grund. Ein Gym-Buddy von mir, der ist Syrer und lebt noch nicht so lange hier. Der lebt, glaube ich, jetzt so knapp 5 Jahre hier. Und der hat mir ein syrisches Restaurant empfohlen, welches sehr, sehr gut sein soll. Und zwar ist nicht die Rede von Lamira am Steinamm oder Marina, sondern Zaituna oder sagt man Zaituna. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren in den Kommentaren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein, essen hoffentlich authentisch syrisch und dann sagen wir euch einfach mal, wie uns das Essen schmeckt, beschreiben die Geschmäcker und ich hoffe auch mal, dass wir vielleicht auch in der Küche filmen können. Also Leute, viel Spaß mit diesem Video. So Leute, wir sitzen jetzt in Zaituna und haben hier auch schon die Speisekarte vorliegen. Und bevor wir da jetzt reingucken und uns auch eventuell beraten lassen, finde ich das Ambiente hier richtig schön. Also hier ist alles sehr blau gehalten, also sehr, sag ich mal, orientalisch. Ne? Du siehst die Lampen, die sehr orientalisch aussehen. An jedem Tisch ist eine Blume, besser gesagt zwei Rosen. Und die Sitze sind auch sehr bequem. Es ist alles sehr elegant und geschmackvoll eingerichtet. Und sieht sehr, sehr sauber aus. So, und jetzt gucke ich mal in die Speisekarte. Und mal gucken, was die hier so Schönes haben. Ja, die haben natürlich diese typischen kalte Matza-Geschichten. Baba Ganoush, Hummus, libanesischer Frischkäse. Aber auch syrische Sachen haben die auch. Ja, das ist so eine Mischung aus Syrer und Libanese, Klaus. Mhm. Da ich mich jetzt nicht 100% entscheiden konnte, haben wir uns für eine große Matza-Platte entschieden. Und zwar beinhaltet diese Matza-Platte 10 Vorspeisen, sowohl kalt als auch warme Vorspeisen. Und da ist, glaube ich, alles dabei. Also von Hummus, Falafel, frittierte Teigtasche, Baba Ganoush, also alles Mögliche. Und wir lassen einfach mal auf uns zukommen, was hier serviert wird. So, Essen ist fertig. Sieht hier aus wie gemalt. Oha. Aber du musst ein bisschen was erklären, was was ist, ne? Gerne. Ja, so. Wo fangen wir denn an? Wollen wir hier anfangen? Mit den warmen. Okay, mit den warmen. Falafel. Ja. Teigtaschen, Schafkäse, das Rinderhack, das einmal Spinat. Oha. Die sind alles handgemacht, selbst genau, gemacht? Alles. Wow. Super. Ja, das fangen schon jetzt in die Mitte. Hier in die Mitte ist gehackte Paprika. Ja. Und daneben sind Weinblätter. Mmh. Dann kommt der Hummus. Ja. Und das ist Hummus Beiruti. Was ist aus libanesischer. Was ist das genau? Auch aus. Auch so wie das, aber das ist von Syrien, das ist von Libanesen. Ah, also das ist einmal Hummus. Syrisch Hummus und ja, das ist praktisch libanesischer genau. Hummus. Auch aus Kichererbsen. Ah, aber mit Minze gemacht. Genau. Ah, interessant. Und das ist Aubergine, gemacht auf Kohle. Und dann gehackt. Und das ist auch Aubergine, aber gebacken im Backofen und gemischt mit Joghurt. Ist das dann Baba Ganoush? Das ist der Baba Ganoush. Das ist Baba Ganoush? Das ist Mutabella. Wow. Hummus, Hummus Beiruti und Muhammara. Wow. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank. Alles klar. Fangen wir mit der Falafel an. Ja, nehm ich mir. Darf ich mir einen rauspicken? So, oh, wie lecker. Oh, mal schauen, schneide die mal auf. Ich bin so gespannt. Ich hoffe so sehr, dass die ein bisschen grün ist. Ja, ist. Guck. Siehst du? Hör mal. Mmh. Wie so ein Petersilien-Geschmack, weißt du? Mhm. Aber sehr, sehr gut. Und was ganz toll ist, ist außen die Rinde so schön knusprig. Könnt ihr vielleicht auch hören. Mach nochmal den Crunch-Test, nimm nochmal ein Stück. Ja. Nimm mal das ganze Stück und. Wahnsinn. Schmeckt wunderbar. Auch. So eine leichte säuerliche Note zum ja? Schluss, ja. Wie so ein kleiner Donut, ne? Sehr schön. Die typischen orientalischen Gewürze, ne? Kreuzkümmel, ne? Das ist Sumak. Die haben ein bisschen Sumak drauf gemacht. Auch außergewöhnlich. Ich habe noch nie eine Falafel mit Sumak gegessen.
eine sehr angenehme Falafel. Ich habe zwar schon eine grünere Falafel gegessen, die auch vom Geschmack her intensiver war, aber die ist auf jeden Fall auch gut, weil erstens außen knusprig, innen drin schön weich, fluffig, aber du schmeckst auch so ein bisschen die Petersilie heraus und durch das Sumak gibt es halt so eine gewisse Säure, ne? So eine salzig, säuerliche Säure. Säure. Ja, auf jeden Fall super lecker. Die war mit Rinderhack, ne? Die da, ne? Ja. Dann nehme ich die mal. Die ganzen Produkte, heiß. Die ganzen Produkte sind hausgemacht. Also keine Fabrikware, nichts aus dem Tiefkühler, alles frisch. Die ist heiß, ich glaube, ich verbrenne mir echt so die Fresse jetzt, glaube ich. Oh. Oha, guck mal. Boah, so eine richtige Kräutergeschmack im Mund, heftig. Außen auch wieder schön kross. Innen ist es halt hohl für die Füllung, ne? Mit, das ist Rinderhack. Da sind auch Pinienkerne drin, Walnüsse. Und irgendwas Kräutermäßiges, aber ich kann es nicht genau herausschmecken. Oh Gott, das ist ja blühend heiß. Ja. Da sind frische Kräuter drin. Ja. Ich muss nochmal genau nachgucken. Das ist frittierte Teigtasche, gefüllt mit Rinderhack, Pinienkerne, Walnusskern und Petersilie. Lecker. Aber das hat so eine spezielle Kräuternote, ne? Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr. Das schmeckt nicht nach Petersilie, das schmeckt so. Nee, aber das kommt auch durch diese. Was hast du nochmal gesagt? Durch die Nüsse, die da drin sind. Pinienkerne und Walnüsse, ne? Dadurch kommt das. Das schmeckt so geil. Also sehr delikat abgeschmeckt. Sehr gut. Ey, zum Glück sind wir im Trockenen, ey. Draußen regnet es wieder wie Sau. Es ist so eine Katastrophe mit dem Hamburger Wetter. Ich glaube, grundsätzlich in Deutschland regnet es seit Wochen. Ne? Und zur Info. Wir sind in circa 3-3,5 Wochen, machen wir unsere USA-Reise und da wird natürlich auch feinster Food-Content produziert, nur für euch und natürlich auch für uns. Und seid mal gespannt, es wird sehr deliziös. Ne? Wir fangen an mit New York und dann geht's ab in den Süden. Ne? Ab in den Süden. Und jetzt fangen wir mal hier weiter an, guck mal. Mit Spinat war das, glaube ich, ne? Ja. Der Spinat schmeckt wie Spinat schmecken sollte, aber säuerlich, als ob der so ein bisschen sautiert wurde. Ne? Und mit Granatapfeln. Mega lecker. Du hast einmal was leicht säuerliches, aber auch was Süßes. Ne? Dann hast du halt diesen typischen Spinatgeschmack. Und dazu dieser Teig, der frittiert wurde. Mega, mega geil. Und das war mit Schafskäse, ne? Der da, ne? Ja. Ja, hat im Prinzip so Börek-Vibes, ne? So Börek-Vibes. Was einen leichten säuerlichen Geschmack, ne? Ja, ich habe die Vermutung, die haben da auch, der Spinat wurde mit Zitrone behandelt. Ja. Oder vielleicht irgendwie mit so einem sauren Essig oder sowas. Es ist nicht schlecht, aber mein Ding ist es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also magst du das mit dem Rinderhack mehr? Ja, auch wie das gemacht ist, super, ne? Sehr schön, ne? Also selbstgemacht und handgemacht ist ein, also muss man die Köche schon loben. Fangen wir mal mit dem libanesischen Hummus an, oder? Guck mal hier, mit Minze sogar. Also das habe ich noch nie gegessen. Sehr cremig. Du hast sofort einen Minzgeschmack, ne, von der Minze, die damit verarbeitet wurde. Und was mir sehr gut gefällt, ist einfach die Cremigkeit. Guck mal hier, wie cremig das Hummus ist. Schmeckt auch gar nicht herb, weil oftmals ist ja Hummus auch so ein bisschen herb, geht so ein bisschen ins Bittere. Und das hast du hier gar nicht. Das ist ein schön, ja, wie soll ich sagen, warmer, weicher Geschmack. Das ist hier das Syrische. Auch wieder mit Sumak, mit Paprika. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich gebe noch mal so eine Mischung aus Kumin oder sowas. Guck mal hier. Boah, wie cremig. Seht ihr? Boah, lecker.
Guck mal hier. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei dem syrischen Hummus, der ist schwerer, der ist würziger auch, also durch diese ganzen Sachen wie Kumin, Paprika, Sumak, ist auch schwerer. Und dieser libanesische Hummus, weicher, lieblicher und auch erfrischender durch die Minze. Also sehr, sehr genial. Also ich kenne ja den üblichen syrischen Hummus, aber dieser libanesische Hummus ist echt krass. Der ist echt, echt krass. Wow. Willst du mal weitermachen? Ja, mach mal weiter. Nee, willst du weiter? Mach weiter. Ja, komm, wir müssen auch was essen. Mach weiter. Mach weiter. Wir haben ja noch einige Vorspeisen vor uns und wir probieren die jetzt einfach mal, ne, und melden uns danach, weil wie gesagt, wir wollen auch das Essen genießen und das ist schon mal heftig. Also von den Teigtaschen bis zum Hummus ist es schon mal eine glatte 10. Es ist richtig, richtig lecker. Du hast auf jeden Fall ein Geschmackserlebnis, ne? Und ich kann schon mal sagen, ich habe bis jetzt hier noch nie so gut syrisch-libanesisch hier gegessen. Ne? Wenn ihr irgendwelche weiteren Empfehlungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und was sagst du jetzt zu den ganzen Vorspeisen jetzt hier? Zu den ganzen Vorspeisen ist für mich, also wenn einer kommt, das ist ein Erlebnis, das zu probieren. Kreativität im Anrichten und in der Geschmacksexplosion. Leute, was sagt ihr? Ein ganzes Hähnchen mit Brot, Tumi, gegrillter Tomate, leckerem Reis, dazu noch so ein kleiner Petersilien-Zwiebelsalat und Krautsalat. Alles hausgemacht. Oh Mann, das sieht so gut aus. Ich nehme mir erstmal hier so ein Stück. Guck dir das mal an. Probier aber erstmal vom Reis. Guck mal hier, Klaus. Schau, was das für ein Reis ist. Auf jeden Fall Basmati-Reis, der orientalisch gewürzt ist. Also wieder, was schmeckst du? Ein bisschen Curry-mäßig auch schmeckt das. Wahnsinn. Und hier, guck mal. Und ich sehe schon, saftig. Da merkst du auch sofort, das ist hier auf Holzkohle gegrillt. Du hast schöne Röstaromen und das ist so wunderbar gewürzt. Also wunderbar. Das ist hier Tumi. Oh, eine richtige Knoblauch-Faust in your face. Aber richtig. Wow. Sehr lecker. Und hier, guck mal. Auch zusätzlich so ein Brot mit Petersilie, Zwiebel, Tomaten, Mark. Mega gutes Essen. Also wirklich mega gutes Essen. Und was hier besonders hervorzuheben ist, ist die Qualität. Du schmeckst die Qualität. Ne? Wirklich sehr lecker. Normalerweise dippt man das Fleisch hier in diese Tumi. Die zwei Sachen sind füreinander hier. Das Hähnchenfleisch ist schön saftig, nicht trocken und sehr, sehr gut gewürzt. Speziell gewürzt auch, ja, ja, ne? Wirklich. Ganz speziell. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. So, Leute. Das war mal ein Festmahl. Klaus, wo bist du? Ja, hier. Ach, hier bist du. Ja, ja, so schnell bin ich. Ja, ja, wir haben erstmal nochmal gechillt, aufgegessen und es war einfach nur vorzüglich. Eine wahre Geschmacksexplosion und ich bedanke mich nochmal an meinen Kollegen für diese krasse Empfehlung. Das ist syrische, schrägstrich libanesische Küche vom Feinsten. Also wirklich
ich würde sogar sagen, ein bisschen gehobener, aber richtig lecker. Von der Falafel bis zu den Vorspeisen, bis hin zum Chicken. Wirklich ein Wahnsinnstraum. Qualitativ einwandfrei. Genau, richtig. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt fleißig in die Kommentare und vergesst nicht kostenlos unseren Kanal zu abonnieren. Also Leute, Peace. Peace.